Vor heimischer Kulisse traf Fortuna Düsseldorf ab 18:30 auf Jahn Regensburg aus Bayern. Der 13. traf auf den Tabellen-7. Es dauerte bis zur 59. Minute, bis Daniel Ginczek zum 1:0 für die Fortuna traf. 6 Minuten später traf David Kownacki durch einen Foulelfmeter zum 2:0 für die Fortuna. Mister, ich hab die Haare schön. Felix Klaus traf in der 78. Minute zum 3:0-Führung für Düsseldorf. Und den Schlusspunkt in der 85. Minute setzte der Publikumsliebling Schinte Appelkamp mit dem 4:0. Herzlichen Glückwunsch an Fortuna Düsseldorf.